Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht so oft, ich gerne würde, ein Make-up-Tutorial hochzuladen, weil es halt doch extrem viel Aufwand ist, das ganze Set aufzubauen, das zu drehen, zu schneiden und so. Und daher habe ich dann halt begonnen, so Quick-Tip-Videos zu machen, eben mit meiner GoPro. Und dadurch, dass heute am Abend ein Event ansteht, nämlich die Madonna Blogger Awards, ja, mache ich mich ja sowieso fertig und dann habe ich mir gedacht, ich könnte euch einfach mitnehmen. Ich möchte euch nicht schocken, aber so schaue ich in Wirklichkeit aus. Und das ist auch was, was ich mit euch gerne teilen wollte. Jetzt sind wir ja schon über 4000 Make-up-Lovers. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass wir schon so viele sind auf meinem Kanal. Und daher kam auch die Idee, dass ich euch gerne ein bisschen mehr Einblicke geben mag zu meinem Make-up-Artist-Alltag oder nicht nur diese ganzen Make-up-Tutorials, sondern dass ihr mich auch einfach mal so seht, wie ich wirklich bin. Wenn ihr das scheiße findet, dann schreibt mir das auch unten in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ja, viel Spaß mit meinem Vlog und get ready with me. So, ich starte jedes Fertigwerden und gemütliche get ready werden mit einem Kaffee. Und das Problem war aber heute mit der Kaffeemaschine, dass ich die heute putzen musste und noch nicht zusammengebaut habe. Das gute Stück hier. Ja, das werde ich jetzt schnell machen und dann gibt es hoffentlich gleich einen Kaffee mal zum Aufwärmen. So, ich bin ganz happy eigentlich, dass ich heute keinen Kundentermin habe. Es ist für mich quasi ein freier Tag, den ich mit euch verbringe. Und ja, Kaffee habe ich. Jetzt schauen wir mal, was die Kettles machen, also die Katzen. Gut, das werden wir als nächstes machen, Nägel lackieren. Ich habe schon eine Schicht aufgetragen, die zweite fehlt noch. Ach ja, übrigens, hier ist mein Outfit für heute am Abend. Das werde ich anziehen, das ist so ein langer Mantel mit einer Hose dazu. So eine super weite Hose. Und dazu nur ein weißes Top, das ich gerade gebügelt habe. Den Look, den ich dazu schminke, den gibt es auch schon als Tutorial auf meinem Kanal. Aber den frage ich jetzt noch nicht, der kommt weiter hinten. Gut, dann werden wir mal Nägel lackieren. Wenn ihr Bock habt, zeige ich euch schnell meine Nagellacksammlung. Das ist hier ganz unten in der letzten Lade. Ist so schwer, dass ich nicht mehr auf. Tada! Ich weiß, ich sollte das mal wieder ordnen, aber ich kaufe leider immer wieder mehr, mehr, mehr. Und jetzt passt da irgendwie gar nichts mehr rein. Ja, das sind alles meine Nagellacke. Momentan stehe ich extrem auf die Essence-Lacke. Dann mag ich auch wohl gerne die Essence-Lacke. Da habe ich mir den erst vor kurzem gekauft. Das ist die Farbe Orange to Go. Das ist ein Neon-Orange. Ist angeblich heuer wieder der Mega-Trend, dieses Orange auf den Nägeln, sowie im Make-up. So, ich werfe mich jetzt mal in die Dusche und werde Haare waschen. Und dann wird es interessant, weil dann nehme ich euch mit zu meiner Hautpflegeroutine. Alles, was ich so vor einem Event mit meiner Haut aufführe, das werdet ihr gleich sehen. So, Haare sind gewaschen und ihr interessiert euch sicher dafür, was ich so für meine Haare verwende als Pflege. Ich sage es gleich vorab, ich verwende sehr, sehr viele Produkte. Und ich wasche meine Haare immer mit zwei verschiedenen Shampoos. Zuerst habe ich hier immer das John Frieda Shampoo. Das ist das Sheer Blonde Go Blonder. Da muss ich sagen, das ist einfach nur, um richtig den Schmutz rauszubekommen aus den Haaren. Dann habe ich ein zweites Shampoo, und zwar ein Silber-Shampoo. Das verwende ich nicht immer, aber meistens, wenn ich dann halt die Haare so richtig schön leuchten möchte. Das ist von Schwarzkopf, das ist das BC Bonacure Hair Therapy Color Freeze Silber-Shampoo. Schaut so aus. Ist meiner Meinung nach das beste Silber-Shampoo für meine Haare.
Und da habe ich in letzter Zeit was gefunden, was ich da hinzumische, weil das extrem die Haare austrocknet, dieses Silbershampoo. Mische ich halt ganz gerne von Syoss so ein Keratin-Serum dazu. Das kann man einfach ins Shampoo mit reingeben. Und das sorgt halt dafür, dass die Haare ein bisschen kräftiger werden. Das ist das Keratin Hair Perfection Serum für trockenes und sehr kraftloses Haar. Und zum Schluss brauche ich halt immer einen Conditioner oder eine Pflege halt. Und das ist auch von John Frieda, das Sheer Blonde High Impact. Ist auch extrem gut für strapaziertes Blond. Und vor allem ist diese John Frieda Serie auch dafür gedacht, blondierte Haare, also nicht natürlich blonde, sondern auch blondierte Haare zu pflegen. Jetzt kommen wir zur Gesichtspflege und das werde ich jetzt auch hier draußen machen am besten, vielleicht in der Küche. So, und für die Gesichtspflege und Reinigung vor einem Event verwende ich immer meine Mia 2. Das ist eine Clarisonic Bürste, die schaut so aus. Und damit bekomme ich halt richtig schön die abgestorbenen Hautzellen von der Haut. Die mache ich mir einfach immer nass. Und dann gebe ich ein, zwei Pump von meinem neuen Micellenwaschgel von Garnier einfach auf die Bürste drauf. Mache mein Gesicht vorher ein bisschen nass. Und dann geht's auch schon los. Die hat so einen voreingestellten Timer, das heißt, die ist, glaube ich, nach 1,5 Minuten oder so aus. Und damit wasche ich jetzt einfach mein Gesicht. Immer in kreisenden, runden Bewegungen, da bekomme ich die kleinen Hautschüppchen am besten weg. Und noch so eine Sache, die ich halt mache, ich habe wirklich nur dieses eine Handtuch, nur für mein Gesicht. Mit dem trockne ich mir nicht meine Hände ab, das ist wirklich nur für mein Gesicht. Was ich auch noch ganz wichtig finde, die Haut nicht zu rubbeln, sondern das Ganze schön abzutupfen, bis die Haut trocken ist. Würde mich eh auch interessieren, ob ihr das spannend findet, einmal meine Hautpflegeroutine zu sehen. Also was ich so wirklich am Abend mache, wie ich abschminke, wie ich meine Haut behandle, was ich so den ganzen Tag mache. Aber beim Get Ready With Me zeige ich euch halt so die Essentials, was ich vor dem Make-up mache. Und als nächstes trage ich mir eine Maske auf, wenn ihr mich auf Snapchat verfolgt oder sonst wo. Ich bin ein absoluter Masken-Junkie. Ich habe heute eine von Balea, eine Anti-Falten-Maske. Die schaut so aus. Ist eine glättende Anti-Falten-Maske mit Q10 und Hyaluron für anspruchsvolle Haut. Und die trage ich immer mit so einem Pinselchen auf. So, während meine Maske jetzt 10 bis 15 Minuten einzieht, creme ich mir schon mal meinen Körper ein und zwar mit einem Balea Beauty Öl. Weil man muss ja die Zeit nutzen, wenn man schon so eine ekelhafte Gesichtsmaske oben hat. Jetzt habe ich hier mein Maskenhandtuch und zwar habe ich das so richtig schön heiß nass gemacht, gut ausgewogen. Jetzt ist es eigentlich nur mehr warm und feucht und mit einem warmen, feuchten Handtuch nehme ich meine Maske ab. Hat nämlich den Vorteil, dass die Inhaltsstoffe schön auf der Haut drauf bleiben und dass ihr die nicht abwascht, sondern einfach schön abnimmt. Ich habe ein bisschen einen Handtuch-Tick, also ich habe ein Handtuch zum Gesicht abwaschen und ein Handtuch nur um Masken abzunehmen und die werden auch alle 2 Tage gewaschen. Natürlich ohne Weichspüler und mit ganz, ganz wenig Waschmittel nur. So, jetzt ist die Haut super weich und mega gepflegt und damit das auch so bleibt, trage ich auch gleich eine Feuchtigkeitspflege noch drüber auf. Ich habe hier von Garnier die Skin Active Hydra Balm. Die trage ich gleich nach der Maske auf und dann nochmal kurz vorm Make-up. Ihr müsst natürlich darauf achten, was ihr für einen Hauttyp habt, weil wenn ihr recht ölige Haut habt, dann versucht doch nach so einer auf euch abgestimmten Maske für ölige Haut eine mattierende Tagespflege zu verwenden. Dann habt ihr schon mal über die paar Stunden, bevor ihr das Make-up macht, einen Talgüberschuss, der dann weggenommen wird von eurer Tagespflege. Also unbedingt irgendwas Mattierendes und speziell für ölige Haut. Ich habe extrem trockene Haut, deswegen ballere ich mich immer voll mit Feuchtigkeit. Aber ein Riesentipp vor einem Event ist Wasser.
Ich fülle mir immer so eine 1,5 Liter Flasche oder 1 Liter Flasche komplett an und schaue, dass ich über den Tag zwei von denen trinke. Dann ist die Haut halt auch für den Abend und fürs Make-up mega toll mit Feuchtigkeit versorgt von innen. Und ich schwöre es euch, euer Make-up wird 100-mal besser ausschauen, wenn ihr genug Flüssigkeit zu euch nehmt. Und jetzt zeige ich euch, was ich mit meinen Haaren mache. Ich habe die auch immer sehr, sehr lange im Handtuch, dass die gleich mal halbwegs trocken werden. Gut, was verwende ich für meine Haare zum Föhnen? Als erstes mal einen Color Conditioner zum Sprühen. Das ist dieser Inner Effekt von Goldwell. Der ist dazu da, dass die Haare dann schön kämmbar werden. Dann zum Föhnen verwende ich von Wella Flex den Hydro Style Schaumfestiger. Der hält gut, gibt super Volumen und pflegt halt natürlich die Haare auch noch, weil er feuchtigkeitsspendend ist. Trockene Haut und trockene Haare. Ich verwende immer so eine Größe. Und der Schaum kommt bei mir halt immer in den Ansatz. Ich massiere den da richtig schön ein. Und manchmal mache ich es auch so, dass ich mir leichter tue mit den Locken später, dass ich noch ein Öl verwende und zwar von Schwarzkopf, das Oil Miracle. Und dann nehme ich nur eine ganz, ganz klitzekleine Menge, echt nur so zwei Tropfen und die kommen bei mir dann in die Längen und in die Spitzen. Das Öl verwende ich halt nie im Ansatz, weil die dann so fettig ausschauen, aber hier unten und für die strapazierten blondierten Haare ist es halt echt cool. Jo, und dann erspare ich euch das Föhnen und bin gleich zurück. Jetzt habe ich mich um die Haut gekümmert, schon ein bisschen um die Haare. Jetzt machen wir ein schönes Lächeln für am Abend. Und ich habe hier von Onuge die, oder Onuge die White Stripes. Und damit helle ich meine Zähne ein bisschen auf. Ich mache das nicht oft. Ich habe das vor 2 oder 3 Jahren, habe ich so eine richtige Serie gemacht. Also jeden Tag eine Woche lang diese Streifen verwendet. Und seitdem bleiben die Zähne ziemlich, ziemlich hell und ich verwende die dann nur, wenn ich ein Event habe. Und das sind solche Streifen drinnen. Ich kann euch ja gerne mal ein ganzes Tutorial dazu machen, wenn euch interessiert, wie man diese Zähne ein bisschen aufhält. Und das sind solche Streifen und die klebe ich mir jetzt auf die Zähne und lasse sie eine halbe Stunde drauf, dann Zähne putzen und ein strahlendes Lächeln. Ich bin zurück mit blitzblank weißen Zähnen. Ich habe mir das einfach runtergezogen, dann ganz normal Zähne geputzt und das war's. Ich habe es auch nicht ganz eine halbe Stunde drauf lassen, sondern nur so 15, 20 Minuten ungefähr. Und weil ich jetzt gleich mit meinem Make-up starte, also ich habe beschlossen, ich mache Make-up vorher und dann die Haare, werde ich noch einen Lip Scrub verwenden, weil ich ja heute einen Liquid Lipstick trage und da sonst die Lippen so rau und hässlich ausschauen nach einer Zeit, verwende ich von Lush das Popcorn Lip Scrub. Die Lush Lip Scrubs sind einfach die geilsten. Die riechen alles so genial gut. Nehme mir ein bisschen was von diesem Zuckerzeug und rieche mal über meine Lippen drüber. Man kann es auch abschlecken, aber ich mag das nicht so gern. Vor allem das Popcorn ist süß und salzig. So, und jetzt können wir gleich mit dem Make-up starten. Ich habe wieder mal mit der Hydro Bomb Feuchtigkeitspflege, die ich nochmal richtig schön in meine Haut einarbeite. Und ich werde heute den Look schminken, den ich schon auf meinem Kanal gepostet habe. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man zu Events geht, etwas schminkt, das man schon mal gemacht hat. Damit man da jetzt nicht sich auf Experimente einlässt, weil die Zeit verrinnt schneller als man glaubt. Und dann muss man schon losfahren und man quält sich noch immer mit Eyeliner oder sonstigem herum. Deshalb checkt mal meine anderen Videos. Ich verlinke es euch auch hier und unten in der Infobox. Also wenn ihr ein genaues Tutorial sehen wollt, klickt auf jeden Fall auf das Video, das ich euch verlinke. Und ansonsten starte ich mit meinem Nivea Aftershave Balsam. Heute mixe ich mal zwei Foundations, nachdem ich ja gestern ein bisschen gebronzt habe, bin ich hier jetzt dunkler und deswegen kann ich heute verwenden von L'Oreal das Indefectible Make-up. Das hat die Farbe 220 und ich mische das ganz gern mit dem Luminous & Smooth Fit Me von Maybelline.
Also diese zwei Foundations sind so meine Go-To-Foundations, was Events betrifft. Sie haben auch kein Flashback, sie haben eine super lange Haltbarkeit und in der Kombination schaut das einfach sehr, sehr gut aus. Und spätestens jetzt merkt man, dass diese ganze Vorbereitung echt was bringt. Die Haut ist super aufnahmefähig, ist perfekt mit Feuchtigkeit versorgt und das Make-up und der Teint wird einfach mega strahlen. Und wenn man noch dazu viel trinkt, dann versucht die Haut auch nicht aus dem Produkt Feuchtigkeit zu saugen, sondern sie ist eh schon gut versorgt und daher hält das Make-up dann auch viel, viel länger. Noch ein Tipp. Ich könnte euch jetzt einfach mitschauen lassen die ganze Zeit, aber es wird ewig dauern, weil gerade wenn ihr Zeit habt für ein Event und euch richtig vorbereitet, so wie ich das heute gemacht habe, dann ist es super wichtig, die Foundation mega gut und mega lang in die Haut einzubouncen, so wie ich das hier mache. Also Foundation gut einarbeiten ist so ein Muss. Ach ja, und noch ein Tipp, weil ich ganz gerne für mein Make-up untertags Lichtschutzfaktor trage. Am Abend mache ich das nicht, weil Lichtschutzfaktor in Cremes oft die Eigenschaft hat, zu reflektieren, auch unter dem Make-up zu reflektieren. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann hat man dieses berühmte Flashback, dieses weiße Geistgesicht, wenn man fotografiert wird. Ich schnappe mir jetzt mal meinen Fit Me Concealer in der Farbe 20. Und dadurch, dass es ja heute ein Abend-Make-up ist, verwende ich richtig viel davon. Ganz gut ist es, wenn ihr ein Auge nach dem anderen macht und das dann schön fixiert, dann habt ihr kein Problem mit Creasing, sprich, dass das hier unten in die Fältchen reinrutscht. Also blende ich das hier schön, das ein Auge, und fixiere es dann gleich mit meinem NYX HD Finishing Powder. Nach dem Concealer fixiere ich mit dem gleichen Puder einfach den Rest von meinem Make-up. Ganz wichtig sind hier auch die feinen Linien. Da gehe ich schön rein mit genug Puder, bounce nochmal die Foundation, weil gerade in die Lachfalten setze ich gerne mal was ab. So, damit ich euch jetzt nicht ewig mit dem Make-up quäle, könnt ihr gerne zwischendurch vielleicht mein Make-up-Tutorial anschauen. Ich mache jetzt meine Augenbrauen, dazu gibt es auch eine genaue Anleitung, die könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und ich bin gleich zurück. So, mittlerweile bin ich so weit mit meinem Make-up, jetzt fehlen eigentlich nur mehr die Wimpern und der Lippenstift. Und ich habe auch schon Besuch bekommen von der lieben Ina, die schminkt sich gerade ab. Wir machen hier ein neues Make-up. Ach ja, ich habe ja gar nicht gezeigt, welche Lidschattenpalette ich verwendet habe. Und zwar die Perfect Filter von NYX. Aber wie gesagt, das Make-up habe ich schon mal geschminkt und das findet ihr auch auf meinem Channel und es ist sowieso überall verlinkt. Also wenn ihr es nachschminken wollt, das genaue Tutorial findet ihr. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen was trinken und uns ganz fertig machen, aber ganz, ganz fertig machen. Ach ja, Haare sind natürlich auch schon gemacht, wie ihr seht. Das habe ich mit meinem Glätteisen gemacht. Das Video dazu gibt es auch schon auf meinem Kanal, also ein genaues Tutorial dazu. Und jetzt kommt mein Lippenstift. Den gebe ich immer ganz zum Schluss drauf, damit er halt noch echt schön ist. Und ich verwende hier die Amore Matte Lip Cream von Milani in der Farbe 13 Craze. So, und das wäre der fertige Look. Der Lippenstift muss noch ein bisschen trocknen, aber so, ich bin jetzt ready. Ich zeige euch mal mein fertiges Outfit, nur ohne Schuhe, weil die hebe ich mir noch für später auf. So schaut es jetzt aus. Mit dem Mantel. Ja, lasst mich doch wissen, wie euch der Look gefällt, unten in den Kommentaren oder einfach mit einem Daumen nach oben. Hat mich sehr gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Das war so mein erstes Get Ready With Me, mein erster Vlog, so richtig.
Ja, am besten sagt ihr mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, alles Liebe.